Herzlich willkommen Leute, Marco Polo hier. Heute nehme ich euch wieder mit zu einem weiteren Fahrenheit Open Air. Und zwar habe ich mir gedacht, ich nutze die Zeit ganz kurz auf dem Weg dahin, um ein paar Tipps zu geben, wie man auf einem Rave richtig flirtet. Und zwar gibt es mehrere Dinge, die du da beachten musst. Der Punkt 1 ist, auf einem Rave, wo jeder praktisch von den Typen auf Drogen ist, auf Ecstasy, auf Pep, auf allem möglichen, was weiß ich was, unterscheidest du dich allein schon dadurch, wenn du nüchtern bist, okay? Das heißt, wenn du auf einen Techno-Rave gehst, um zu gamen, willst du unbedingt nüchtern sein. Warum? Weil erstens kiefert dein Kiefer nicht so. Zweitens, es ist einfach viel attraktiver für die Frau, mit einem nüchternen Typen zu sprechen und du bist einfach ernst zu nehmen. Typen, die auf Raves einfach total durch sind, nimmt keine Frau ernst und nimmt auch keine Frau mit nach Hause, in der Regel. Also, Punkt 1, keine Drogen nehmen. Dient auch dazu, damit du später im Bett, falls du es geschafft hast, einen hochkriegst. Ja. Punkt 2. Es ist immer geil, logistisch gesehen, wenn du nüchtern bist und ein Auto dabei hast. Warum? Weil Mädels, die auf Raves gehen, selten die Logistik so abgecheckt haben, dass sie mit dem Auto nach Hause kommen oder überhaupt irgendwie die Logistik abgecheckt haben, wie sie nach Hause kommen. Und genau da kannst du nämlich praktisch einspringen und sagen, hey Mädels, scheiß drauf, lass eine Runde bei mir aftern oder ich fahr und schon bist du mit bei der After dabei bei ihr zu Hause. Und das alleine deshalb, weil du ein Auto dabei hast. Eigentlich voll lächerlich, aber hey, es funktioniert. Also Punkt 1, keine Drogen nehmen. Punkt 2, Auto dabei haben. Punkt 3, super wichtig, Mann. Du brauchst einen Punkt, einen Platz, wo du die Frau praktisch hin abschleppen kannst. Das kann sein bei dir zu Hause, das kann sein beim Kumpel zu Hause. Es muss auf jeden Fall irgendwas sein, wo ihr safe seid, wo ihr Zeit habt, wo ihr die Zeit vergessen könnt. Und ja, Mann, darum musst du dich von vornherein kümmern, dass es am Start ist, schon bevor du zum Rave gehst. Natürlich die normalen Preparations von zu Hause, die ganz normalen Basics stehen im Buch, liest dir durch. Hier der Link ganz unten, boom. Es geht ab. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Noch mehr Raver am Start. So, das waren die fucking Basics und wir sind jetzt auf dem Weg zum Rave. Wir sehen uns dort, haut rein, bis gleich. Junge, man hört die Mucke schon. Also, wir sind jetzt fast da. Wir sind jetzt dick durch Waldboden gelaufen und was weiß ich, dick durch die Menge, zwischen den Bäumen entlang und ja, Mann, wir sind fast da. Boah, da ist es doch, Alter. Des Todes. Junge, was ein hidden fucking Rave. Junge, nice. Trinken.
hier. So, angekommen. Gleich noch eine Freundin abholen und dann geht's vorwärts, Mann, oder?
Jungs, alle, gebt euch wie viele Leute hier noch chillen des Todes. Bei uns. Wir haben schon ein Tanzhaus kennengelernt. So, wir sind jetzt wieder back zum Rave, Alter. Und hier hinten ist der Gandalf-Verein. So, wir fucken jetzt alle einmal eine Runde ab und laufen hier mit fucking Licht durch, Alter. Kamera und so. Gabba, Gabba, Babes. Ich guck nach hinten, denn. Jungs, ab. Sie. Fucking Rave, seitdem. Junge, hier chillen sie einfach überall. Geil. Ja, der Boden ist so ein bisschen Heu, aber er wurde extra rasiert und was soll man meinen, die Location zu verraten? Hey, wie findest du es hier? Wie findest du es hier? Ist gut? Was findest du gut hier? Die doofen Leute, geil, Mann, geil. Shit. Shit, Henry. Ba-ba-ba-ba. Sophie, oh, Sophie, wie findest du es? Den sollte ich sagen. Ja, den, ne? Ja. Also die Musik ist halt ein bisschen leise gewesen. Und, aber sonst brennst du gerade. Komm runter. Was denn? Ich mache Fischl ab, was geht? Fischl was? Willst du sagen, wie du es hier findest? Wie ich es hier finde? Ja, Mann. Guck in die Kamera. Guck in die Kamera? Okay, ich bin wieder back. Also, du sagst, Boden ist scheiße. Ja, der Boden ist geht so, ne? Und die Musik ist halt ein bisschen leise, finde ich so. Ja, weil die Polizei eben da war und gesagt hat, wir müssen ja ein bisschen leiser machen. Ich hoffe, die drehen nochmal auf, aber sonst... Machen wir auch, ich sag gleich Bescheid. Jo.
Du bist ehrlich jetzt von der Frau. Junge, das geht bis da hinten hin, aber ich kann es nicht ganz filmen, Mann, weil erstens fuckt es die Leute ab und zweitens ist es so, Alter, es ist viel zu dunkel, Mann, what the fuck? Ich hab die Zoe am Start, was geht ab? Ja, nicht viel, ich bin gerade erst angekommen. Ja. Dann warst du noch gar nicht vorne. Nein. Du weißt gar nicht, wie es abgeht. Ich hab auch meine Leute noch nicht gefunden, gar nichts. Gar nichts? Wie findest du es denn bis jetzt? Wie fandest du den Weg hier? Der Weg war gut. Der war dunkel, war gut. Ja. Ich fand ihn auch gut, schön, schön struppig. Nein. Junge, auf jeden Fall genieß den Abend. Ja, ja, Mann. Danke. Das ist so cool, die Michelle ist so umweltbewusst, dass sie hier an jeden Müllsäcke verteilt, damit sie alle den Müll aufsammeln können. So, wir filmen sie jetzt dabei. Grüß dich, mein Junge. Es geht ab? Wie findest du es hier? Ja, Mann, es geht. Gut wie immer. Sehr gut, viel Spaß. Yep. Muss die Michelle hin? Da bist du. Ja, Mann, ich hab dich. Ich hab dich. Verteil Müllsäcke. Wir sind auf der dicken Müllsäcke-Mission. Alle wollen Müllsäcke. Müllsäcke. Was geht ab? Also, du kannst jetzt hier nicht weitergehen. Was war das denn? Alle, Junge, ich hab's gar nicht gesehen. Nur noch einen Schluck, sorry. Du hast T-Shirt dran. Das ist Brennnessel oder sowas. Das ist Minze. Aber nah dran. Was geht ab, Henry? Hey, ja, ich hab dich eben gesucht. Ja, Mann, ich hab dich auch gesucht. Weil, ich hatte eine witzige Idee. Na, was geht ab? Ja, nicht viel, auf Rape abkackt. So sieht's nämlich aus. Helle Licht, ey. Das ist, ich sehe gar nichts mehr. Oh, ja, gib dir. Wir haben eine offizielle Beschwerde und zwar, was ist los? Die Musik ist zu leise. Ja, ich weiß, das Licht ist auch zu hell. Ich gehe jetzt da vorne und trage die Beschwerde vor. Mal gucken, ob die lauter machen. Okay, ich erkläre euch noch eine Taktik. Und zwar auf irgendwelchen Partys, auf denen ihr seid. Haltet einfach irgendeine fucking Videokamera hoch und schaut ins Licht, redet in die Kamera. Den Jungen kenn ich schon. Den Jungen kennst du? Fahrenheit Spezial. Auf, so sieht's nämlich. Wie findest du es heute? Bombe. Die Location ist top. Ist aber Körper, gell? Ja, der Boden ist zwar ein bisschen scheiße, aber lass das mal platt tanzen. Hey Junge, auf jeden Fall. So sieht's nämlich aus. So sieht's aus. Und du musst nur die Kamera hoch. Kannst mal kurz herleuchten auf dem Portemonnaie? Ah, das sind 5er. Danke, das reicht schon. Danke. So sieht's aus. Und du musst nur eine Kamera hochhalten und auf jeden Fall sprechen dich von allen Seiten irgendwelche Leute an, vor allem wenn du gerade am Reden bist. Ich sehe nämlich gar nichts vor mir. Und ja, Mann, das ist die fucking VIP-Building-Attraction-Technik des Todes. Grauens. Was geht? Ja. Wie findest du es? Ein ganz schön hier. Weiter oder wie machst du hier? Das ist offiziell eine Aftermovie, das wird aus der Seite gekauft. Kannst du mir die Seite dann schicken? Fahrenheit, ja. Hier vom Event. Ach, korrekt, ja. Geil. Okay. Willst du mir irgendwas sagen? Wie findest du es? Ich danke meinen Eltern, dass sie mich geboren haben und es ist wunderschön. Ich bin nicht getrunken, nur Alkohol getrunken und ey, das war Spaß. Yeah! What up? Okay, Lass mal hier bleiben. Lass mal hier bleiben, den Fame ein bisschen kassieren. Und ich nehme dich auf meine Schultern. Du willst mich auf deine Schultern nehmen? Soll ich. Mach locker. Junge, ich geh jetzt auf deine Schultern. Warte. Problem. Okay. Lass deinen Rucksack an. Auf die Schultern. Aber gib mal. Auf die Schultern. Wie soll ich hoch? Ja, ich will. Du kannst auch. Ja, du kannst auch das Bier in der Hand behalten. Ja, Mann. Bleib einfach nur da stehen. Kriegen wir das hin? Henry meint's ernst. Henry meint's fucking ernst. High five! Ey, Bruder, ich hab dich. Chill. Spülmaschinen, Tabs, Pep, drück es in den Klaps weg. Yeah! Also auf jeden Fall Fahrenheit geht überragend ab und ihr seht es ja selbst. Wir sind jetzt noch dick am Eskalieren. Gleich müsst ihr eigentlich auf die Sick auflegen, Alter. Fucking die Sick. Ey, Alter, du
Du hast dich echt schon gut dran gewöhnt, hier oben zu sein. Ja, okay, lass mal wieder runter. Nein, nein, ist okay, ich find's nur witzig. Du Klotz, Alter. Auf jeden Fall gleich die Sek noch. Fucking Techno-Beatboxer, macht übertrieben Bock. Bis gleich vorne, Mann. Ich will auch feiern. Wow, smooth, Alter, smooth. Okay, wir gehen jetzt dick vor und auf jeden Fall, das war die Technik. Wenn du eine Kamera in der Hand hältst, kriegst du dick Fame. Hallo. Und, hallo. What up? Wow, was geht, Alter? Wer nimmt den auf? Wow, was geht? Warst du nicht? Ja, ich meine, du wolltest mir noch einen Filter angreifen. Hallo. Du wolltest mir noch einen Filter angreifen. Okay, dann gehen wir weiter hinter. Ja, Mann. Ja, wir laufen gerade nach Hause und... Also ich bin auf jeden Fall nicht drauf, weil es war voll langweilig, tut mir echt voll leid. Ja. Okay, warte, ich kann's nochmal. Mach nochmal, okay. Es war voll geil!